Okay, bevor wir weitermachen mit Andreas Krisch und Ewald Scheucher, noch eine Ankündigung. Es hat aus dem Publikum Anregungen gegeben, man möge das Publikum nicht filmen. Wir haben das aufgegriffen, wir werden nicht mehr ins Publikum filmen und was bereits aufgenommen ist, kommt nicht ins Internet. Ton schon, Bild nicht. Ist das für euch okay oder gibt es da Einwände? Plus eins. Plus eins, okay, super. In diesem Sinne, wie gesagt, es geht weiter mit Andreas Krisch und Ewald Scheucher. Den Andi kennt ihr jetzt schon. Er ist einer der Aktivisten vom AK Vorrat und war wesentlich daran beteiligt, die Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung in Gang zu setzen und hat sich dann auch mit der Verfassungsklage beschäftigt. Und Ewald Scheucher ist Anwalt und zwar derjenige, der die Verfassungsklage auch dann unter Dach und Fach gebracht hat und mit Hilfe einiger anderer Schubkarrenweise beim Verfassungsgericht materiell auch eingebracht hat. Okay. Dankeschön. Schon wieder ich. Die Vorratsdatenspeicherung hat uns also in den letzten 18 Monaten relativ stark beschäftigt. Einerseits, weil eben der Nationalrat beschlossen hat, Vorratsdatenspeicherung in Österreich einzuführen und die EU-Richtlinie eben in Österreich umzusetzen. Da war die Situation so, dass es voriges Jahr im April beschlossen worden, dass Vorratsdatenspeicherung kommt, allerdings mit Wirksamkeit heuer im April. Das heißt, mit einem Jahr Verzögerung ab dem Beschluss. Und wir haben ja schon vorher relativ aktiv daran gearbeitet, Vorratsdatenspeicherung in Österreich zu verhindern, was nicht sofort von Erfolg gekrönt war. Das bin ja auch der Beschluss im Nationalrat. Und für uns war aber klar, es kann mit dem Beschluss jetzt nicht vorbei sein und wir akzeptieren das jetzt, sondern es war klar, wenn es beschlossen wird, wenn es in Kraft tritt, dann werden wir auch dagegen auftreten und aktiv das dagegen tun, aus dem einfachen Grund, weil wir nach wie vor wesentlich fest davon überzeugt sind, dass es eine grundrechtswidrige Maßnahme ist. Und die Herausforderung dabei war allerdings, dass diese einjährige Pause, das Problem ist nämlich, dass man als normaler Bürger nur dann zum Verfassungsgerichtshof direkt kann mit einer Beschwerde, wenn man unmittelbar betroffen ist. Das heißt, das Gesetz muss einen unmittelbar und persönlich betreffen, was in dem Fall aber erst heuer im April eingetreten ist. Weil da erst das Gesetz in Kraft war, da erst die Provider dann wirklich verpflichtet waren, die Kommunikationsdaten auf Vorrat zu speichern. Und das heißt, wir wären eigentlich dazu verurteilt gewesen, jetzt einmal ein Jahr nichts zu tun oder darauf zu warten, dass wir endlich persönlich betroffen sind, um Schritte gegen die Vorratsdatenspeicherung in Österreich setzen zu können. Das ist ein relativ unhaltbarer Zustand gewesen und es hat sich ergeben, dass voriges Jahr im Herbst, im Oktober, der Nationalrat beschlossen hat, das Gesetz bezüglich der Bürgerinitiativen etwas abzuändern bzw. neu zu interpretieren. Und zwar hat man auf der Parlamentswebseite die Möglichkeit geschaffen, Bürgerinitiativen zuzustimmen elektronisch, indem man dort eben auf den Zustimmerknopf drückt, dann seine Daten eingibt, bestätigt, dass man österreichischer Staatsbürger ist und sie da eben dann der Bürgerinitiative anschließen kann. So ist es entstanden, dass wir eben zwei Instrumente gehabt haben. Also einerseits die Bürgerinitiative, die wir voriges Jahr im Oktober begonnen haben und andererseits eben der Wunsch, die Verfassungsklage zu betreiben, wo viele Juristen, inklusive dem Ewald, sich damit beschäftigt haben, die auszuarbeiten in der Zwischenzeit, weil das ist juristisch jede Menge Arbeit natürlich, und die wir dann heuer vor dem Sommer noch eingebracht haben. Und wie das genau ist mit der Verfassungsklage, wird uns jetzt der Ewald erzählen und ich werde dann nachher über den aktuellen Stand der Bürgerinitiative noch was sagen. Danke, Andi. Die Frage ist, ob das jetzt sehr sinnvoll ist, dass man extrem viel über die Verfassungsklage, wie das so schön heißt, im allgemeinen Sprachgebrauch redet. Tatsächlich habe ich die Ehre, ungefähr 11.000 und noch
noch mehr, Individualanträge vor dem Verfassungsgerichtshof zu vertreten. Es geht in letzter Konsequenz darum, die Kernparagraphe auszuhebeln, mit denen die Richtlinie umgesetzt wurde, durch die die Vorratsdatenspeicherung verpflichtend wurde für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ich könnte jetzt ganz viele Paragraphe aufzählen, die direkt neu formuliert wurden, um diese Vorratsdatenspeicherung umzusetzen, um die Sicherheitsbehörden zu ermächtigen, auf diese Daten zuzugreifen, Telekommunikationsdienstleister zu verpflichten, die Daten zu speichern, etc. etc. Ganz kurz, es ist über die Anträge ist schon relativ viel gesprochen worden. Es gibt seit ganz wenigen Tagen eine Stellungnahme der Bundesregierung zu unseren Anträgen. Kürzungsfassung, wir sind, also die ganzen Antragsteller und Antragsteller, sind in Wahrheit nicht direkt betroffen. Wir sind bestenfalls faktisch oder wirtschaftlich, aber nicht rechtlich betroffen, weil der Normadressat, zum Beispiel im 102a Telekommunikationsgesetz, eigentlich die Telekommunikationsdienstleister sind und in anderen Bereichen wiederum sind die Sicherheitsbehörden. Unser Hans, wie man so schön sagt, ist nicht unmittelbar betroffen. Wir spüren nur die Auswirkungen und das reicht nicht, dass wir zum Verfassungsgerichtshof gehen dürfen, um einen Individualantrag zu stellen. Es kommen da ganz interessante Argumente, zum Beispiel bei den EGMR-Urteilen aus dem Jahr 2006 und 2008, die wir angezogen haben, kommt nicht etwa das Argument völlig falsch verwendet, sondern da geht es um Inhaltsdaten und nicht um Vorratsdaten und deshalb kann man das nicht in einen Topf werfen, weil es sei grau drüben. Außerdem könnten wir was anderes auch noch machen, statt gleich zum VfGH zu laufen. Wir könnten Feststellungsbescheide bei der Datenschutzkommission erwirken, und zwar abweisende, indem einfach festgestellt wird, dass die Datenschutzkommission nicht zuständig ist für uns. Und damit könnte man dann zum Verfassungsgerichtshof gehen. Es gibt laut Ansicht der Bundesregierung auch die Möglichkeit, dass wir auf den Zivilrechtsweg gehen, weil im § 32 Datenschutzgesetz Möglichkeiten geschaffen wurden, zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen, und spätestens in der Instanz könnten wir dann anregen, dass eine Vorlage an den EuGH passiert. Da gibt es natürlich keinen Anspruch darauf. Wenn das Obergericht darauf nicht eingeht, hat man ein Pech gehabt. Wenn es darauf eingeht, könnte man auch immer überprüfen, was dann rauskommt. So ungefähr in dem Duktus ist die Stellungnahme der Bundesregierung gehalten. Also Offenbarungen waren keine drinnen. Es war alles, was wir antizipiert hatten, was kommen würde, steht mehr oder minder drinnen. Einige hier kennen mich schon aus anderen Veranstaltungen. Ich habe wie jeder eine bestimmte Message, die ich immer versuche rüberzubringen. Wir reden gerne über Grundrechte, Freiheitsrechte, Menschenrechte. Jeder verwendet diese Begriffe, niemand denkt darüber nach, im Großen und Ganzen, welches Konzept dahinter steckt. Wenn wir heute im digitalen Zeitalter davon ausgehen, dass wir unsere bürgerlichen Freiheiten verteidigen wollen oder unsere Menschenrechte, müssen wir immer die Frage stellen, oder sollten wir uns die Frage stellen, von welchem Konzept gehen wir aus, wie sehen wir den Staat, wie sehen wir die Rechtsunterworfenen, die Männer und Frauen, die Gesellschaft bilden. Denken wir den Staat von oben oder von unten? Die Sprache, die unser Denken beeinflusst, das sind ganz hochkomplexe Prozesse, die im Kopf ablaufen. Zum Beispiel, wir sagen gerne Vaterstaat. Manche sagen auch gerne Muttergehirn. Wenn man das zusammenspannt, ist die interessante Frage, was wir sind. Wenn wir den Staat als den großen Versorger empfinden, dann haben wir hier bei den ganzen Vorratsdatenspeicherungsproblemen, aber bei vielen anderen Dingen auch, das Problem, dass wir immer sagen, ist ja gut, dass wir uns um alles kümmern, aber hier in diesen einzelnen Punkten geht es hier zu weit, weil das verletzt unsere Menschenrechte. Dann könnte das Gegenargument kommen, ja gut, was für Menschenrechte, was sind Menschenrechte? Kann ich als Argument sagen, okay, das ist das, worauf wir uns geeinigt haben, dass es Menschenrechte sind. Das würde aber logischerweise bedeuten, dass man sie auch einschränken kann oder da abschaffen.
Dann gibt es ein anderes Konzept, das sagt, die ganzen Grundrechte, die ganzen Menschenrechte erfließen aus uns selbst heraus und bestehen, egal ob sie irgendwo festgeschrieben sind oder nicht. Das ist eine philosophische Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Ich persönlich tendiere zur zweiten Variante, das heißt, ich glaube, dass wir deshalb, weil wir Menschen sind, bestimmte Rechte haben, was daraus resultiert, dass wir uns selbst gehören und alles, was dann aus unserem Selbsteigentum herausfließt, das Recht auf die eigene Meinung, auch auf Eigentum und ähnliche Dinge, ist das Ergebnis dieses Zugangs. Im digitalen Zeitalter sehe ich folgendes Problem. Die ganzen technischen Möglichkeiten, die da sind, werden genutzt. So gesehen ist die Vorratsdatenspeicherung auf eine ganz schräge Art ehrlich, weil sie gesetzlich festschreibt, was ohnehin passiert. Ich glaube nicht, dass wenn die Vorratsdatenspeicherung und ähnliche Eingriffsmöglichkeiten abgeschafft würden, dass dann plötzlich die Welt super in Ordnung wäre. Wir haben konzeptionelle Probleme, weil wir einfach verlernt haben, über grundsätzliche Dinge nachzudenken. Der Peter Klotz, ein ehemaliger Bundesgeschäftsführer der SPD, hat in den 80er Jahren sich mit der Frage beschäftigt, wer ist konfliktfähig im sozialen Diskurs? Das war für ihn natürlich die großen Parteien, die großen Unternehmen, die großen Gewerkschaften und so weiter, aber nicht die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Dass die großen Konzerne konfliktfähig sind und in diverse Debatten eingreifen, das kann man später, das kann man an vielen Beispielen nachvollziehen und hier im digitalen Bereich braucht man nur Hektar als Beispiel hernehmen. Das Interessante ist, im Englischen heißen juristische Personen Moral Persons. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Politik von Großkonzernen beschäftigt, weiß, dass nichts falscher sein könnte, als sie als moralische Personen zu bezeichnen. Dessen ungeachtet hat sich dieser Begriff durchgesetzt. Wenn ich den Punkt zurückschließe zu dem, weshalb ich eigentlich hier bin, ich glaube, der österreichische Verfassungsgerichtshof wird die Vorratsdatenspeicherung nicht aufheben. Das glaube ich nicht. Es ist völlig egal, wie gut wir argumentieren. Im besten Fall glaube ich, dass wir zugelassen werden. Das ist schon einmal die erste große Hürde. Das heißt, dass die Anträge vor dem VfGH überhaupt verhandelt werden können. Und in weiterer Folge wäre also aus meiner Sicht ein Riesenerfolg, wenn der Verfassungsgerichtshof seine Kompetenz in Anspruch nehmen würde, dieses Rechtsproblem dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Der Hintergrund, wieso ich auf sowas setze, ist folgender. Als die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie 2006 formuliert wurde, gab es die Grundrechtscharta noch nicht, die seit 01.01.2009 anzuwenden ist. Das heißt, wir haben einen neuen Prüfungsmaßstab und anhand dessen könnte der österreichische Verfassungsgerichtshof sagen, okay, hier wurde zwar europäisches Recht umgesetzt, wie wir verpflichtet sind, aber es gibt jetzt gleichzeitig eine andere Norm oder Normen im europäischen Recht, die als Prüfungsmaßstab herangezogen werden können. Wir können aber die europäische Richtlinie nicht aushebeln, aber der Europäische Gerichtshof kann es. Würde der Europäische Gerichtshof zum Schluss kommen, dass die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie aus 2006 die Europäische Grundrechtscharta verletzt, dann würde die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie als rechtswidrig aufgehoben werden und damit würde natürlich die ganzen Umsetzungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten ihre rechtliche Grundlage verlieren. Das wäre aus meiner Sicht der größtmögliche Erfolg, weil der österreichische Verfassungsgerichtshof, zum Unterschied vom deutschen, ich habe das vorhin in einem anderen Zusammenhang gerade angeschnitten, es geht immer um den Zugang. Der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof versteht sich so als letzte Linie der Verteidigung für diverse
Grundrechte, Grundfreiheiten beginnen mit dem Artikel 1 des Staatsgrundgesetzes in Deutschland, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter. Der österreichische Verfassungsgerichtshof sieht sich mehr als wirklicher Gerichtshof. Das heißt, er will nicht die Politik der Politik kommentieren, sondern er prüft wirklich nur rechtliche Aspekte. Dadurch ist natürlich sein Wirkungskreis deutlich eingeschränkter, weil viele Fragen nur gelöst werden können, gerade im rechtlichen Bereich, wenn man sie auch politisch würdigt. Da kann man auch leider um eine politische Würdigung in den wenigsten Fällen herumkommen. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann im Herbst von unserer Seite zur Stellungnahme der Bundesregierung noch eine Replik formulieren werden. Und dann warten wir, wie immer, viele Monate vermutlich, bis der Verfassungsgerichtshof in irgendeiner Form sich äußert, ob er uns jetzt zulässt, ob er eine öffentliche Verhandlung darüber abführt. Auch das wäre eine spannende Frage, wenn es über die Zulässigkeit eine öffentliche Verhandlung gäbe. Weil da könnte man dann wirklich vor großem Publikum die Frage debattieren, lieber Verfassungsgerichtshof, wer bist du? Bist du auch für uns die letzte Linie der Verteidigung für unsere Rechte, so wie wir das verstehen, oder nicht? Weil wenn wir das Recht haben zu sagen, wir wollen nicht überwacht werden, gehen wir von folgendem Konzept aus. Selbst wenn Terrorismus bekämpft werden kann, selbst wenn Einbrecherbanden geschnappt werden können und so weiter, müssen wir uns vorher fragen, ob wir bereit sind, diese Privatsphäre aufzugeben oder diese Teile, damit diese Sicherheit gebracht werden kann. Es ist eine Abwägungsfrage, die von den Betroffenen aus meiner Sicht zu klären wäre. Genau diese Art des Vorgangs, das ist in Europa völlig unüblich. Die meisten Vorgaben stammen von irgendwelchen nebulosen Kommissionen, werden dann irgendwo hingetragen, wo Kompetenzen vermutet werden und irgendwann steht es im Gesetz. So läuft es in der Praxis ab. Und ich hoffe, dass die Vorratsdatenspeicherungsdiskussion, insbesondere in Österreich, eine Mobilisierungswirkung hat, dass die Menschen aufwachen und sagen, okay, wir wollen in Zukunft über sowas vorher debattieren, bevor es allenfalls eingeführt wird. Und wenn ja, in welchem Umfang und was damit angestellt werden darf. Dankeschön. Danke, Ewald. Ja, das heißt, jetzt als nächstes eigentlich warten darauf, wie der VfGH sich entscheidet, weiter tun zu wollen. Andererseits arbeitet an unserer Stellungnahme zur Stellungnahme der Bundesregierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man einander Briefe schreiben kann, natürlich auch über den VfGH ist das offenbar möglich. Ja, die Bürgerinitiative, die wir angestrengt haben, die ist hier jetzt schon seit längerer Zeit im Parlament eingebracht, nämlich seit Dezember vorigen Jahres mit relativ viel Arbeitsaufwand und Einsatz haben wir da wirklich wunderbare Ergebnisse erzielt, was die Zustimmung zu der Bürgerinitiative betrifft, nämlich über 106.000 Menschen, die die Bürgerinitiative unterstützen. Das ist eine der größten in der jüngeren Geschichte der Zweiten Republik. Es wird im Parlament immer wieder verglichen mit der Anti-Atom-Bürgerinitiative, die hat so 300.000 Unterstützerinnen gehabt, wurde allerdings damals von der Kronenzeitung maßgeblich unterstützt. Also wir haben in die ganze Kampagne zur Bürgerinitiative keinen einzigen Euro investiert. Das ist alles ehrenamtliche Arbeit, ist sehr viel gutes Design. Was die Informationsmaterialien betrifft, ist sehr viel Arbeit aller Aktivisten, die da mitgearbeitet haben, die großteils heute auch da sind oder viele von ihnen. Und ja, was ist damit passiert? Wir haben das also im Dezember eingebracht und dann hat die Phase begonnen, wo man unterstützen kann. Und dann hat es im März, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, die erste Sitzung des Petitionsausschusses gegeben. Das ist der zuständige Ausschuss, der sich eben mit Petitionen und Bürgerinitiativen beschäftigt. Und ja, der hat sich bei dieser Sitzung ungefähr 5 Minuten, plus minus eine Minute,
mit unserer Bürgerinitiative dort beschäftigt und hat beschlossen, dass er das Erste, was er tut, das Ganze mal an die Ministerien weitergibt und die um eine Stellungnahme bittet. Das ist eine vernünftige Vorgehensweise, fragt man mal die Regierung bzw. die zuständigen Ministerien, was sie zu der Sachlage sagen. Und dazu muss man nochmal wiederholen, was eigentlich das Anliegen unserer Bürgerinitiative ist. Wir haben einerseits die Verfassungsklage, die sich um die nationale Rechtslage kümmert. Also diese darum kümmert, wir wollen die Vorratsdatenspeicherung in Österreich abschaffen. Andererseits haben wir die Bürgerinitiative, die sagt, wir wollen, dass das Parlament die österreichische Bundesregierung dazu auffordert, die Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene zu bekämpfen. Sprich, die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen. Das ist der eine Teil der Bürgerinitiative. Der zweite Teil möchte, dass das österreichische Parlament sämtliche Antiterrorgesetze, die so in den letzten 10 Jahren, sage ich immer, so dauern mal die, evaluiert. Sprich, dass man sich anschaut, was bringen diese Maßnahmen, all diese Überwachungsmaßnahmen, haben sie einen positiven Effekt, kann man wirklich Verbrechen besser aufklären damit, oder wenn nicht, braucht man es dann überhaupt noch? Kann man nicht darauf verzichten, kann man sie nicht wieder abschaffen? Also eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, welche Überwachungsmaßnahmen in einer demokratischen Gesellschaft wirklich notwendig sind. Das ist jetzt nichts sonderlich Revolutionäres, ganz im Gegenteil, das EU-Parlament hat genau sowas schon vor einem Jahr beschlossen zum Beispiel, dass man da einmal gründlich drüber schaut. Evaluierungsprozesse sind in der Politik, sollten in der Politik eine ganz normale Selbstverständlichkeit sein, sind auf EU-Ebene auch, in Österreich nicht ganz so häufig meines Wissens. Ja, das sind die Forderungen. Jetzt sind also diese Fragen oder die Ministerien aufgefordert worden, Stellungnahme abzugeben. Und die haben mehr oder weniger durch die Bank, BMFIT und das Bundeskanzleramt waren ein bisschen differenziert in der Antwort, BMI und BMJ, also Innen- und Justizministerien, waren weniger differenziert. Sie haben also mehr oder weniger durch die Bank sich darüber verbreitet in ihren Stellungnahmen, warum die Vorratsdatenspeicherung in Österreich, so wie sie jetzt in Österreich gesetzt worden ist, in Ordnung ist. Das ist für das Anliegen, wir wollen, dass die Bundesregierung verpflichtet wird, auf EU-Ebene Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen, ein relativ überraschendes Statement, weil unsere Bürgerinitiative handelt nicht von der österreichischen Rechtslage. Das heißt, eine komplette Themenverfehlung, was die Ministerien da abgeliefert haben. Jetzt sollte man als Bürger, der so irgendwie mit Hausverstand an die Sache herangeht, meinen, dass der nächste Schritt, den dann ein Parlament setzt und den die Abgeordneten setzen, das wäre, dass sie das Ganze zurückschicken ans Ministerium und sagen, liebe Leute, ich glaube, ihr habt das falsch verstanden, schaut euch das doch bitte noch einmal an. Das ist meines Wissens bis heute nicht passiert. Es hat der Petitionsausschuss in der Zwischenzeit noch ein zweites Mal getagt. Er hat bei dieser Gelegenheit nicht, wie wir es erwartet hätten, ein Hearing mit uns beschlossen. Also wir hätten uns gedacht, wenn wir so eingeladen haben, zumindest 5 Minuten Redezeit, um sein Anliegen irgendwie darzubringen und vielleicht sogar mit den Abgeordneten darüber zu diskutieren. Das ist nicht rechtlich verankert, also man hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass sowas stattfindet. In Deutschland ist es übrigens so, dass man ab 50.000 Unterstützern ein solches Recht hat. Wir haben 106.000 in Österreich, das zählt nicht, obwohl Österreich nur ein Zehntel der Bevölkerung hat. Ja, aber statt diesem Hearing, das wir eigentlich erwartet hätten, dass man zumindest sagt, ja, also eine Menge Leute, machen wir uns das einmal an, hat der Petitionsausschuss beschlossen, unser Anliegen an den Justizausschuss weiterzugeben. Das kann man argumentieren, natürlich, der Justizausschuss ist der zuständige Ausschuss im Parlament, dort sitzen die kompetenten Menschen, die sich mit der Vorratsdatenspeicherung schon auseinandergesetzt haben, das kann man dort behandeln, das ist keine Frage. Vom Zeitablauf her ist es allerdings ein bisschen mühsam. Wir haben nämlich gleichzeitig auf EU-Ebene ein laufendes Evaluierungsverfahren für die Vorratsdatenrichtlinie. Das heißt, je mehr Zeit jetzt in Österreich vergeht, wo sich das Parlament überlegt, welcher Ausschuss möglicherweise der richtige sein könnte, um sich damit kompetent auseinanderzusetzen, nur als Hintergrund, die Bundesregierung verpflichten tut in den Fällen der EU-Unterausschuss, das heißt wieder ein anderer, aber egal. Das heißt, je mehr Zeit in der ganzen Sache vergeht, umso schlechter sind unsere Chancen auf EU-Ebene tatsächlich österreichische Positionen zum richtigen Zeitpunkt hinzukriegen. Und das macht das Ganze ein bisschen mühselig. Es ist auch
ein bisschen mühselig, wenn man das so sehr sagen kann, die Kommunikation mit dem Parlament. Wir bemühen uns natürlich, in Kontakt mit Abgeordneten zu kommen. Wir haben aktuell noch immer von vor dem Sommer noch die Kampagne kontaktiere deinen Abgeordneten und motiviere ihn dazu, für ein Hearing zu stimmen im Ausschuss, damit wir eingeladen werden. Natürlich gibt es Einzelkontakte zu Abgeordneten, aber wirklich ein Dialog mit dem Parlament, wie man sich das vorstellen würde. So, wir bringen eine Bürgerinitiative ein und die reden mit uns drüber. Sowas ist in dem Prozess einfach nicht vorgesehen. Es gibt bisher zwei offizielle Akte der Kommunikation mit uns. Das erste ist ein Schreiben der Parlamentsdirektion, dass unsere Bürgerinitiative erfolgreich eingebracht wurde. Das war gleich im Dezember einmal. Und das zweite war, dass uns pflichtgemäß mitgeteilt wird, dass die Bürgerinitiative jetzt an den Justizausschuss verwiesen wurde. Sämtliche Informationen dazwischen, die wir in der Zwischenzeit über diese Bürgerinitiative und was das Parlament damit gemacht hat, haben, stammt aus der Parlamentskorrespondenz. Also das sind die Pressemeldungen, die das Parlament jeden Tag rausgibt, wo es darüber informiert, was jetzt halt aktuell so passiert im Parlament. Und da gibt es dann zwei, drei Zeilen über unsere Bürgerinitiative und das war's dann, da kann man sich dann was zusammenreiben. Also ich denke, was man aus der ganzen Sache unbedingt lernen kann und muss, aus meiner Sicht, wenn wir darüber diskutieren, und das passiert ja in letzter Zeit sehr häufig, wie direkte Demokratie funktionieren kann, wie politische Partizipation funktionieren kann, da kann man aus der Erfahrung mal ganz klar sagen, also so sicher nicht. Weil worum es gerade geht, ist, wir haben ein Problem identifiziert, wir haben gesehen, da ist was grob grundrechtswidrig aus unserer Sicht und wir wollen, dass da jetzt Handlungen gesetzt werden. Und wenn es ein Problem gibt und jemand Entscheidungsträger ist und an den wird das herangetragen, dann ist doch die Erwartung der Bevölkerung, dass man da in einen Dialog tritt, über sich über das Problem unterhält, sie darüber diskutiert. Wenn dann beide der Meinung sind, es ist ein Problem, dann kann man sich anschauen, okay, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es dafür und sich dann die beste aussuchen. Aber genau dieser Dialog, den gibt es in der Form derzeit nicht. Und ich glaube, dass das eines der wesentlichen Probleme ist. Und all die Diskussionen darüber, ob man jetzt elektronisch zu irgendwas Ja oder Nein sagen kann oder ob das jetzt super demokratisch oder nicht demokratisch ist, wenn man über sein Wahlpickerl abstimmt, die führen in die falsche Richtung, weil es ist nicht der Abstimmungsprozess, der wesentliche ist, sondern es ist der Prozess davor. Das Identifizieren des Problems, das Finden der richtigen Lösungen und dann der Auswahlprozess, welche von diesen Lösungen ist die beste und muss man überhaupt eine Lösung für das ganze Problem haben oder kann man das Problem nicht nur in unterschiedliche Teilbereiche aufgliedern und unterschiedliche sektorale Problemlösungen anbieten. Und ich denke, da kommen wir an einen Punkt, wo man einfach sieht, die Art und Weise, wie unser Parlament mit den Bürgern und Bürgerinnen kommuniziert, ist weit nicht mehr zeitgemäß. Also da muss aus meiner Sicht wirklich dringend was passieren. Und ja, jetzt bleibt die Frage natürlich, wie geht es mit unserer Bürgerinitiative weiter? Der geplante Fahrplan ist, dass es heuer dann im Herbst irgendwann einmal wieder eine Sitzung des Justizausschusses geben wird. Dort muss der Justizausschuss einmal zur Kenntnis nehmen, dass er jetzt unsere Bürgerinitiative gekriegt hat und kann dann zum Beispiel beschließen, dass er ein Hearing durchführt, wo noch Experten geladen werden, wie es unser Wunsch wäre, also unsere Lieblingssituation wäre. Es gibt ein Hearing, wir sind eingeladen, aber auch zum Beispiel die Wissenschaftler vom Deutschen Max-Planck-Institut, die Studie über die Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gemacht haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Vorratsdatenspeicherung 0,006% die Erhöhung der Verbrechensaufklärungsrate gebracht hat, also keine. Man könnte erwarten und sich wünschen, dass auch zum Beispiel die Österreichische Akademie der Wissenschaften eingeladen wird, nämlich die Technikfolgenabschätzer dort, die sich dann damit beschäftigen, wie kann man überhaupt eine Evaluierung von Überwachungsgesetzen machen, also wie macht man das wissenschaftlich korrekt und dem Parlament sozusagen Ratschläge gibt oder Input gibt, wie man so einen Prozess richtig aufsetzen könnte, was dabei zu beachten sind, wie man mit den Stakeholdern umgeht und so weiter. Also das wäre aus meiner Sicht ein konstruktiver Umgang mit der ganzen Sache. Allerdings, so wie es jetzt aussieht, ist es überhaupt nicht klar. Also es ist nicht zu sehen, dass es eine Mehrheit für ein Hearing geben wird im Moment. Da müssen wir noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, wir sind auch weiterhin
sehr darauf angewiesen, dass alle, die die Bürgerinitiative zuerst unterstützt haben, uns auch jetzt weiterhin helfen, indem sie eben Kontakt zu ihren Abgeordneten aufnehmen und da Überzeugungsarbeit leisten, dass es notwendig ist, ein Hearing zu haben, wo man all diese Punkte diskutieren kann. Und damit hoffen wir eben dahin zu kommen, wirklich einen Termin vor Ort im Parlament zu kriegen, dort in einer offiziellen Sitzung über das Thema reden zu können und nicht ständig vor verschlossenen Türen zu stehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Büro im 7. Bezirk, das ist ein paar hundert Meter vom Parlament entfernt. Es ist für mich deutlich schwieriger mitzukriegen, was im österreichischen Parlament ein paar hundert Meter von mir entfernt passiert, als mitzukriegen, was auf EU-Ebene im EU-Parlament im dritten Unterausschuss von links passiert. Wirklich, also ich möchte das nicht den dritten Unterausschuss von links irgendwie schlecht machen, aber der ist bei weitem transparenter, bei weitem nachvollziehbarer und aus jedem Winkel der EU kann ich dann per Livestream zuschauen, was dort diskutiert wird und kann anschließend meinen Input liefern, kann anschließend meine Abgeordneten kontaktieren und kann denen sagen, welchen Input ich ihnen gerne dazu geben würde. In Österreich sind diese Ausschüsse alle hinter verschlossenen Türen. Es gibt keine Möglichkeit, selbst als Erstunterzeichner der Bürgerinitiative dort teilzuhaben. Es ist nicht vorgesehen, dass man dort überhaupt dabei sitzt, auch als stilles Mäuschen hinten im Winkel nicht, sondern das findet hinter verschlossenen Türen statt. Und wenn der Ausschuss nicht will, dann hat man dort eben keine Teilhabemöglichkeit. Und ich denke, man muss eben über zwei Dinge reden. Das eine ist, wie gehen wir mit der wie schafft man eine österreichische Position zur Vorratsdatenspeicherung? Weil meines Wissens gibt es keine offizielle Position Österreichs, die wäre dringend notwendig. Und andererseits ist die Frage, wie kann man Bürgerbeteiligung im Parlamentarismus so organisieren, dass er halbwegs zeitgemäß wird? Das heißt, welche Interaktionsmöglichkeiten kann man schaffen? Und dafür, es wird immer argumentiert, man müsste Geschäftsordnungsänderungen oder Ähnliches machen, die furchtbar kompliziert sind. Aber ich denke, wir alle wissen, wie man irgendwie elektronisch kommuniziert und wir haben eigentlich nur selten irgendwelche Beschlüsse dazu gebraucht, sondern es hat dann irgendwer ein Tool ins Netz gestellt, das hat funktioniert und dann haben wir es verwendet. Und das wäre ein erster Schritt, wie man sowas machen kann. Und man kann natürlich auch hergehen und ganz informell, auch als Abgeordneter, uns in der Zivilgesellschaft erkundigen, wie könnte man sowas tun. Überlegen wir uns einmal was, probieren wir das aus. Und es muss, das ist ja eben der Punkt, es muss nicht sämtliche Kommunikationsschritte nie zum Tagefest sein und super wasserdicht. Es geht ja nicht darum, in jeder Sekunde alles formal korrekt abzustimmen, sondern es geht darum, einen Dialog zu führen. Da darf es ruhiger mal ein bisschen holpern im Kommunikationstool. Der wichtige Punkt ist, der Dialog findet insgesamt statt. Und dann kann man schauen, okay, was bewährt sich davon und kann man das dann gesetzlich verankern? Da ist dann natürlich die Geschäftsordnung gefragt, klar. Aber eben erst nachher. Zuerst einmal schauen, wie können wir das machen. Und ich denke, das sind die wesentlichen Punkte, vor denen wir jetzt stehen, die müssen wir kommunizieren. Es sind heute ein paar Abgeordnete da, da bin ich auch recht froh drüber und die hören uns auch zu. Ich hoffe, es nützt. Und ja, das heißt für uns, die Agenda für den Herbst und für den Winter ist weiterhin Kontakte zu Abgeordneten, damit wir unser Hearing kriegen, damit wir die Möglichkeit kriegen, konstruktiv über das Thema zu diskutieren, damit wir eine österreichische Position zur Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene kriegen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Danke. Nee, ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen. Das hört sich alles unglaublich kompliziert an. Das ganze Gestrüpp von Ausschüssen, Unterausschüssen, EU-Ausschüsse, was Gott was alles. In Wahrheit ist jedes Problem, das habe ich in meinem Beruf gelernt, egal wie komplex es aussieht, auf ein, zwei Fragen reduzierbar. Alles andere ist nur daran herumgelagert. Und das zentrale Problem bei uns heißt, wir haben etwas Wesentliches vergessen oder nie gelernt. Das alles gehört uns. Der ganze Staat, die ganze Gesellschaft, die ganzen Institutionen, es gehört alles uns. Wir bezahlen alles. Jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete, jedes Regierungsmitglied sind unsere Angestellten. Sie kriegen Geld von unserem Steuergeld, weil anderes Geld gibt es nicht. Es gibt nur das, was wir bezahlen. Selbst wenn Schulden gemacht werden, bezahlen wir sie. Oder die nächste Generation, was auch wieder wir sind. Es sind immer wir. Und dieser Gedanke ist bei uns völlig verloren gegangen oder hat nie in der Form existiert. Ich denke mir, natürlich kann es bei, wir reden immer von demokratischer Gesellschaft und demokratische Lösungen, auch hier wieder die gleiche Frage, was heißt das?
Wir müssen uns zuerst einmal mit uns selbst einig werden, was haben wir für ein Menschenbild, wie sehen wir uns selbst, wie sehen wir die anderen, bevor wir über Dinge wie Demokratie reden können. Aber rein praktisch gesehen, wenn wir heute rausgehen, sollte jeder wirklich darüber nachdenken, egal ob das die U-Bahn ist oder sonst was, das gehört alles uns. Deshalb müssen die ganzen Regelungen, wie wir die Sicherheit in das Verhältnis zu unserer Freiheit stellen und so weiter, von den Menschen getragen werden. Es kann unmöglich sein, dass von oben irgendwie gesagt wird, so und so und so machen wir das jetzt und dann rudern wir umeinander wie die Idioten, um wenigstens irgendwann einen Gesprächstermin zu kriegen. Entschuldigung, sind wir morgen angekrennt? Ich meine, das geht doch nicht. Es ist eine ganz schlichte Frage. Wer bestimmt diese Dinge? Wer darf sie durchsetzen? Wem gehört das alles? Und, weil wir im Kapitalismus leben, wer bezahlt das? In meinem Job heißt es ganz simpel, wer zahlt, schafft an. Das ist relativ simpel. Ich möchte wirklich alle meine Mitbürgerinnen und Mitbürger einladen, sich diese Dinge zunehmend bewusst zu machen. Wir können dabei zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie wir politische Prozesse sehen, wie wir sie beurteilen, was wir von bestimmten Ergebnissen halten. Ich meine, es ist ja völlig absurd, wenn jemand mich kennt, ein bisschen meine Geschichte kennt, dass ich ausgerechnet Ronald Reagan zitiere, aber der hat 1980 einen Wahlkampfslogan gehabt, der genau zu dem passt, was ich meine. Regain what is ours. Danke. Dazu Fragen, Anregungen, Beschwerden, hoffentlich nicht. Herr Scheucher, richtig? Ja. Sie haben jetzt so ein inspirierendes Schlussstatement gegeben. Ich komme jetzt leider mit einer relativ langweiligen Frage daher. Und zwar interessieren mich die juristischen Prozesse innerhalb des Verfassungsgerichtshofs, vor allem in Bezug jetzt mit der Interaktion zwischen dem AK-Vorrat und der Verfassungsklage. Ich bin halt kein Jurist und habe da keinen Einblick, aber es interessiert mich, wie diese Prozesse innerhalb des Verfassungsgerichtshofs ablaufen. Ja, das ist relativ simpel. Jedes Problem, das von den VfGH getragen wird. Wieso das so lange dauert? Das ist eigentlich die naive Frage. Ja, sagen wir es mal so, ich meine grundsätzlich. Ich sage es mal so, natürlich ist das größte Verfahren, das es je in Österreich gegeben hat, aber in Wahrheit ist es völlig wurscht. Wenn ein einziger Bürger oder eine einzige Bürgerin mit diesem Problem von dem VfGH gegangen wäre, müsste es das gleiche Gewicht haben, als wenn es 11.000 und noch mehr Antragstellerinnen und Antragsteller sind. Das heißt auf gut Deutsch, dieser Antrag reiht sich ein in eine lange Reihe, da muss ich vorstellen wie eine Kinoschlange. Jeder kriegt eine Karte und das wird dann abgearbeitet. Und ich denke mir ganz einfach, bei den ganzen vielen Problemen, die es in Österreich gibt, die vor den VfGH kommen, und es dürfen auch unsinnige Anträge gestellt werden, und derer gibt es viele, dauert es halt eine bestimmte Zeit, bis diese Geschichte vor dem VfGH behandelt wird. Und außerdem hat die Bundesregierung, in dem Fall unser Gegner, regelmäßig ist es entweder ein Ministerium oder in dem Fall halt die Regierung, das Recht, eine Gegenäußerung zu machen. Nachdem es eine komplizierte Geschichte ist, muss man ja ein paar Wochen Zeit geben. Das waren in dem Fall 4 Wochen oder 8 Wochen. Muss man den Sommer berücksichtigen. Es wurde also über den Sommer gearbeitet, jetzt haben wir das zurückbekommen, jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder was zurückzuschicken und dann landet es beim Berichterstatter, der macht sich eine Meinung, der hat auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wird durchgearbeitet, dann gibt es eben den Bericht. Und beschlossen, wie man weiter vorgeht, wird quasi durch den Senat, durch den Zuständigen. Und das dauert halt alles seine Zeit. Wenn das Ergebnis stimmt und wenn gut gearbeitet wird, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann dauert es halt 5 Monate länger. Was soll's? Es geht eher um das Ergebnis und um den Prozess und jetzt nicht, ob das 4 Wochen früher oder später kommt, aus meiner Sicht. Reicht das? Ja.
Sonst noch wer? Ich wollte nur zu dem letzten widersprechen mit dem, wer das gehört hat, macht die Regel. Ganz ehrlich, in den letzten Wochen, Monaten ist das irgendwie konnotiert mit etwas, was ich nicht will, weil das ist, da rutscht man nämlich dann heute in diese Richtung hin, wer keine Steuern zahlt, kann nicht mitreden in diesem Land, weil die finanzieren nicht. Und das wollte ich nur, ich glaube, Sie meinen das nicht so, ich wollte das nur klarstellen, und gerade weil in den letzten Wochen, Monaten einer ständig in der ZIP war, der gesagt hat, kennen Sie die goldene Regel, weil das Gold macht die Regel. Und insofern wollte ich da nur ein bisschen auf einen ja, kleinen Widerspruch einbringen. Da möchte ich ganz kurz darauf replizieren. Danke für den Widerspruch. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass ich hier in diesem Auditorium diese Klarstellung nicht machen muss, dass ich es nicht so gemeint habe. Mir geht es eher um Begrifflichkeiten wie den öffentlichen Dienst. Das sagt ja schon der Begriff, dass hier Menschen für die Öffentlichkeit arbeiten. Ich wollte damit eigentlich nur festhalten, dass klar ist, die gesamte Politik, zumindest nach meinem demokratischen Staatsverständnis, ist es so, die gesamte Politik, die Institutionen und so weiter, wurden von uns installiert, sei es als Transmissionsnehmer oder als Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, um unser Leben angenehmer, reibungsloser und so weiter zu gestalten. Und in dem Sinne habe ich gemeint, wenn wir alle als Gemeinschaft bestimmte Institutionen wollen, bestimmte Funktionen schaffen und so weiter, dann sind uns diese Menschen auch verantwortlich. Die müssen nicht immer unserer Meinung sein, Gott sei Dank sind sie das nicht. Ich meine, ich kann mich so an manche Dinge in meinem Leben erinnern, da bin ich froh, dass die Politik standhaft geblieben ist und gesagt hat, da spielen wir auf keinen Fall mit. Also es gab in den vergangenen Jahrzehnten mehr als eine Situation, wo ich mir denke, wenn ich nach einer ordentlichen Kampagne noch unter dem alten Dichand eine Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert hätte, wäre ich vermutlich damit durchgekommen. Also nicht ich, sondern ein Mann. Ja, also so gesehen, das bedeutet nicht, dass die Politik immer sofort umsetzen muss, was gefordert wird. Es geht mir nur um dieses Gefühl, von dem der Andreas gerade gesprochen hat, dass man dann optisch schambriert, zurückgewiesen wird. Das ist wie bei Kafka. Also das darf nicht sein. Den Prozess meinen Sie? Von Kafka? Als Sie gesagt haben, das ist wie bei Kafka. Ich dachte jetzt zwar persönlich gerade an vor dem Gesetz, aber im Grunde genommen ist das wurscht. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann schönen Dank an euch beide für den inspirierenden Beitrag. Und wir machen in Gesetze weiter mit Thomas Lohninger.